Hallo und herzlich willkommen zu Dialog Gesundheit, der Vortragsreihe des Klinikums. Heute geht es um das Thema Therapien der aktiven Multiple Sklerose. Wir sprechen über die Diagnose, Symptome und eben die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die es gibt, auch die verschiedenen Arten der MS-Erkrankung. Und es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Therapiemöglichkeiten haben sich verändert und entwickelt. Und darauf wird unser Experte eingehen. Und das ist heute Dr. Thomas Schulten. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, Dr. Schulten ist leitender Oberarzt an der Klinik für Neurologie und Leiter unserer MS-Ambulanz am Klinikum Leverkusen. Und Dr. Schulten, die Multiple Sklerose gilt so ein bisschen in der Neurologie als Chamäleon der Neurologie. Das habe ich jetzt mal gelesen. Warum? Warum sagt man das so? Also ich muss einmal kurz korrigieren, ich bin gar nicht der leitende Oberarzt, das ist die Frau Dr. Also. Buchers, aber ich leite die MS-Ambulanz und Chamäleon der Neurologie ist, weil es einfach so vielfältig ist. Die MS ist eines der spannendsten Gebiete auf dem neurologischen Fachgebiet. Es hat sich unfassbar viel getan in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und sie kommt eben in unterschiedlichen Farben oder Gewändern einher. Insofern ist sie vielfältig. Mhm. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet und kann das wahrscheinlich auch nicht so ganz vorhersehen, ne? Man kann es nicht voraussehen, aber man kann es beeinflussen. Und darum soll es ja heute auch gehen. Darum geht es heute. Vorher möchte ich noch ein bisschen auf unseren Experten eingehen, damit Sie auch wissen, wenn Sie Dr. Schulten noch nicht kennen, wer da eigentlich heute etwas erzählt. Dr. Schulten hat an der Universität zu Köln studiert und dann tatsächlich schon als PJler am Klinikum Leverkusen angefangen. Also ganz früh und dann 1998 auch an der Klinik für Neurologie, dann auch wirklich bei uns am Klinikum. Das heißt, Sie sind schon lange quasi ein Urgestein bei uns im Hause. Ein Dinosaurier, ja. Das haben Sie jetzt gesagt. Schon lange dabei, ja. Aber kann die MS, glaube ich, ganz gut überblicken in den letzten 25 Jahren. Ja. Ich wollte gerade sagen, zwischendurch war Dr. Schulten in Remscheid an der psychiatrischen Klinik für 2 Jahre und dann haben wir Sie quasi zurückgeholt, ne, als Oberarzt. Mhm. Und da hieß es dann so, Multiple Sklerose, wollen Sie sich, soll das Ihr Fachgebiet werden, wollen Sie sich darauf konzentrieren, ne? Genau, das war wunderbar, weil das einfach ein explodierendes Gebiet war, hochspannend und ja, ein Gebiet, wo man sich gerne reinarbeitet und wo sich viel entwickelt hat. Mhm. Und darauf sind wir sehr gespannt. Vielleicht kennen Sie das schon, wenn Sie schon mal zugeschaut haben. Sie können auch während des Vortrags Fragen stellen. Das geht zum Beispiel, wenn Sie bei Facebook zuschauen, natürlich über die Kommentarfunktion bei Facebook. Oder wenn Sie über unsere Webseite zuschauen, können Sie das Kontaktformular nutzen. Sie müssen Ihre E-Mail-Adresse auch nicht eingeben. Stellen Sie einfach die Frage und dann landen die hier bei uns. Das können Sie während des Vortrags machen oder ganz entspannt nachher und dann jetzt einfach einmal zuhören. Und wir sind ganz gespannt. Bitte schön, Dr. Schulten. Ja, vielen Dank. Ich darf erstmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen, die sich heute an dem schönen sonnigen Tag die Zeit nehmen, dem kleinen Vortrag zuzuhören. Heute geht es um die Therapie der aktiven multiplen Sklerose. Ja, und bevor wir wirklich zur Therapie kommen, macht es Sinn, dass man doch noch mal ein paar Grundlagen bespricht. Das heißt, ich habe meinen Vortrag gegliedert. Diese 7 Unterpunkte, einmal Multiple Sklerose, was ist das? Ein bisschen Multiple Sklerose in Zahlen, wie viele Menschen haben eigentlich Multiple Sklerose in Deutschland, in Europa oder auch weltweit? Was gibt es für Symptome? Das Chamäleon, Sie sprachen es an, was gibt es für unterschiedliche Manifestationen, die wir im Alltag sehen? Wie stellt man dann die Diagnose? Was haben wir für Verlaufsformen? Es gibt 3 grundsätzliche Säulen der MS-Therapie und dann gibt es eben im Speziellen die Immuntherapie der aktiven MS, wo wir mit immer mehr Möglichkeiten den Verlauf der Multiplen Sklerose beeinflussen können. Fangen wir an mit Multiple Sklerose. Was ist das? Die Multiple Sklerose ist erstmal eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, betrifft also das Gehirn, damit auch die Sehnerven, die gehören mit zum Gehirn dazu, und das Rückenmark. Und sie ist die häufigste Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen und auch mit die häufigste Ursache für eine frühzeitige Berentung im jungen Alter. Und was passiert? Durch Schädigung der Nerven kommt es zu neurologischen Symptomen.
Und die können eben individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Neben entzündlichen Komponenten spielen auch neurodegenerative Mechanismen eine Rolle, also gehen Nervenzellen auch unter, ohne dass es direkt mit der Entzündung gekoppelt ist. Multiple Sklerose, jetzt ein bisschen pathophysiologisch, also was passiert da genau? Das ist so ein Querschnitt durchs Gehirn, so ein bisschen Schema durchs Gehirn. Und wir kennen das, die grauen Zellen, das sind die Zellkörper der Nervenzellen, die liegen so am Rand in der Hirnrinde, dem Kortex. Und wir haben die weiße Substanz, das sind die Bahnen, die von diesen Nervenzellen ausgehen und in die Peripherie ziehen. Und bei der Multiple Sklerose dachten wir lange Zeit, dass es eigentlich nur eine Erkrankung der Bahnen ist. Also, dass die Isolierungen der Kabel, wenn man so will, kaputt gehen. Haben aber im Laufe der letzten Jahre lernen müssen, dass eben auch die graue Substanz, also die Nervenzellen selber, die hier so in grün gezeigt sind, auch betroffen sind und auch kaputt gehen und einen wesentlichen Teil auch an der Behinderung dann haben. Und diese Entzündung, die wir haben, die hat man einmal fokal in Form solcher Herde. Die gibt es aber auch diffus. Also ich sage mal, man muss sich das vorstellen wie ein Waldbrand. Beim Waldbrand ist es ja auch so, dass hier und da mal ein Busch brennt oder ein Baum brennt. Das sind diese Herde, die man im MRT dann auch sehen kann. Dass aber eigentlich der ganze Waldboden auch glüht. Das heißt, es ist tatsächlich so, das ganze Hirn ist entzündet. Und hier und da sehen wir diese Herde. Und da ist eben, das ist das, was dieses Bild zeigt, fokal die Entzündung besonders groß. Also wir haben fokale Entzündung, wir haben diffuse Entzündung. Das ganze Hirn ist betroffen und es sind verschiedene Zellen daran beteiligt, nämlich einmal Lymphozyten. Lymphozyten sind weiße Blutzellen, die vom Blut ins Gehirn wandern und die dort, wie das bei Autoimmunerkrankungen so ist, Entzündungen machen. Und wir haben Zellen, die kaputt gehen. Das sind diese Neurone, das sind diese Nervenzellen und die Axone, das sind diese blauen, das sind diese Kabel, die quasi von den Neuronen ausgehen. Und wir haben verschiedene Zellen im Gehirn, Mikroglia, Astrozyten, Oligodendrozyten könnte man auch nennen, die Funktion im Gehirn haben, die aber auch an Entzündungsprozessen und Abbauprozessen beteiligt sein können. Wie viele Menschen mit Multipler Sklerose gibt es? Also als ich angefangen habe in den 90er Jahren, da sagte man so etwa 120.000 Menschen mit Multipler Sklerose in Deutschland. Mittlerweile sind die Zahlen deutlich nach oben korrigiert worden. Im letzten Jahr wurde die Zahl 250.000 erwähnt. In Europa sollen es etwa 700.000 Menschen mit Multipler Sklerose sein und weltweit 2,5 Millionen. Manche Veröffentlichungen, neuere, sagen sogar bis 2,8 Millionen Menschen. Und man sagt, so alle 5 Minuten wird die Diagnose einer MS irgendwo auf der Welt gestellt. Also die Zahlen nehmen zu. Das liegt zum einen an verbesserten diagnostischen Möglichkeiten. Wir haben mehr MRT-Untersuchungen zum Beispiel. Aber es liegt sicherlich auch an einer gewissen Sensibilität der niedergelassenen Ärzte, zum Beispiel der Hausärzte, der Neurologen, die einfach früher dran denken. Das ist jetzt mal ein Blick so auf die Zahlen unserer Multiple Sklerose-Ambulanz, die wir im Klinikum seit 2010 betreiben. Wir müssen die Zahlen nicht einzeln anschauen, aber man sieht, glaube ich, ganz gut, wie über die Jahre die Patientenzahlen und die Zahl der Patientenkontakte doch deutlich angestiegen ist. Was macht die Multiple Sklerose für Symptome? Das Chamäleon, Sie sagten es schon. Häufig primär Sehstörungen in Form von verschwommen Sehen oder wenn der Hirnstamm betroffen ist, auch Doppelbilder. Sensibilitätsstörungen sind ein häufiges Frühsymptom, einfach weil sensible Areale im Gehirn deutlich überrepräsentiert sind. Also man merkt früh, wenn man Sensibilitätsstörungen hat. Entschuldigung, da muss ich nochmal nachhaken. Was meinen Sie genau mit Sensibilitätsstörungen? Das sind Taubheitsgefühle, Temperaturmissempfindungen. Kribbelmissempfindungen, sowas. Mhm. Ja. Lähmungen können auftreten, wenn insbesondere die hier auf der rechten Seite in Rot gezeigten motorischen Bahnen betroffen sind. Dann kommt es auch zu einer Spastik, das ist eine Muskeltonuserhöhung, eine Erhöhung des Muskelspannung, die auch zu Schmerzen führen kann, zu Verkrampfungen und zu einschießenden Schmerzen. Das kann zu einer Gangstörung führen. Koordinationsstörungen können auftreten, entweder durch die Lähmungen,
aber auch durch Beteiligung zum Beispiel so Regionen wie Kleinhirn oder Hirnstamm. Da kommt es dann zu Störungen zielgerichteter Bewegungen zum Beispiel. Aber auch Blasen- oder Darmstörungen können auftreten, wenn zum Beispiel drei Kortika, also wir haben drei Blasenzentren, wenn davon eins betroffen ist, oder Darmstörungen, wenn einfach die gesamte Motorik nicht mehr richtig funktioniert. Kognitive Störungen sind häufig, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen. Depressionen können im Rahmen der MS auftreten, und zwar nicht nur, weil man MS hat, also als Folge quasi der Erkrankung, sondern auch als Folge der Hirnschädigung selbst, dass es da zu einer Verarmung an Botenstoffen im Gehirn kommt. Sehr häufig ist auch diese übermäßige Müdigkeit, das Fatigue-Syndrom, was Patienten häufig dazu bringt, dass sie wirklich ihre Arbeit unterbrechen müssen, mal für eine Stunde am Tag oder anderthalb Stunden, und dann erst wieder nach einer Pause arbeiten können. Schmerzen, hatte ich schon erwähnt, können auftreten. Und es gibt eben noch viele, viele andere Symptome, die eine Rolle spielen. Das ist individuell extrem unterschiedlich. Die Erkrankung der 1000 Gesichter, sagt man auch manchmal, soll im Prinzip heißen, ist individuell ganz verschieden und ändert sich ein bisschen dadurch, wenn wir die Erkrankung eben positiv beeinflussen können. Jetzt wollte ich mal am Beispiel dieser motorischen Bahn, der sogenannten pyramidalen Bahn, Pyramidenbahn zeigen. Wie sieht das aus? Das ist ein MRT vom Kopf. Und wir sehen hier so ein bisschen blumenkohlartig weiße Entzündungsherde. Und wenn diese Entzündungsherde hier quasi diese absteigenden motorischen Bahnen durchtrennen, dann ist hier die Erregung gestört. Und dann kriegt man in dem Fall eine Lähmung auf der Gegenseite, weil die hier kreuzen. Und dieselbe Symptomatik können wir haben, wenn es eine Schädigung im Rückenmark gibt. Wenn man, das sieht man nicht ganz so gut, aber hier sieht man auch so weiße Flecken im Rückenmark. Das heißt, diese Entzündungsherde sorgen dafür, dass die Bahnen jetzt nicht hier oben durchtrennt sind oder geschädigt sind, sondern im weiteren absteigenden Bereich. Und auch da kann es zu einer Lähmung auf der linken Seite in dem Fall kommen. Wie finden wir das raus? Das Wichtigste ist erstmal die Anamnese und die Untersuchung. Das heißt, Sie brauchen einen Neurologen und der muss Sie erstmal ausführlich befragen. Der muss Sie befragen, ob es früher schon mal Symptome gab, ob es Vorerkrankungen gibt, ob es irgendwas in der Familie gibt an Auffälligkeiten, Autoimmunerkrankungen, vielleicht jemand mit Multipler Sklerose auch in der Familie. Dann geht es um eine ausführliche neurologische Untersuchung. Dazu gehört die Beurteilung der Hirnnerven, also alles, was so um den Kopf herum ist, Reflexe, deswegen der Hammer da oben, werden geklopft. An denen können wir einiges ablesen. Man untersucht das motorische System, man untersucht die Koordination, man untersucht Sensibilität und auch die Wirbelsäule. Und man braucht dann technische Zusatzuntersuchungen. Einmal Labor, wir brauchen einiges an Blutabnahmen, weil es gibt tatsächlich auch andere Erkrankungen, die Entzündungsherde im Gehirn machen können. Dazu gehören zum Beispiel die Borreliose, das ist eine Erkrankung, Neuroborreliose, die von den Zecken übertragen wird, aber auch andere Autoimmunerkrankungen können das machen. Wir brauchen eine Liquoruntersuchung. Liquor ist das Nervenwasser, was wir dann aus dem Rücken abziehen, mit einer ganz dünnen Nadel. Daran können wir schauen, ob sich Hinweise finden für eine chronische Entzündung. Ist auch Teil der Kriterien, also ist eine wichtige Untersuchung. Wir machen MRT-Untersuchungen vom Gehirn und vom Rückenmark. Und wir können in den elektrophysiologischen Untersuchungen Bahnen auch messen. Das heißt, wir können die Sehbahnen messen, wir können die sensiblen Bahnen messen, zu Armen, zu Beinen und auch die motorischen Bahnen. Und daraus dann Rückschlüsse ziehen, wo sind Schädigungen. Und ist es tatsächlich in der Zusammenschau der Befunde, einzelne Befunde helfen nicht, sondern in der Zusammenschau der Befunde die Diagnose einer multiplen Sklerose. Jetzt soll es ja heute auch um die Therapie gehen und im Prinzip geht es um drei Säulen der Therapie. Es gibt einmal die Therapie des Schubes, das heißt, wenn ein akuter Entzündungsherd Symptomatik macht, geht es darum, diesen akut zu behandeln. Es geht um eine längerfristige Immuntherapie, quasi eine Prophylaxe, die die Entzündung langfristig in Schuss halten soll, die langfristig dafür sorgen soll, dass die Erkrankung ruhig ist, stabil ist. Und es geht um die symptomatische Therapie,
wo es zum Beispiel um die Behandlung von Schmerzen geht. Ja? Die Schubtherapie sieht so aus, dass man eigentlich Cortison-ähnliche Medikamente, sogenannte Glukokortikosteroide gibt, bei denen man Cortison-Infusionen gibt und diese Entzündung versucht, durch hohe Cortisondosen zurückzudrängen. Wenn das nicht funktioniert, kann man auch Plasmapheresen machen, das ist eine Form von Blutwäsche oder Immunabsorption. Damit kann man akute Schübe beherrschen. Da ist es so ein bisschen so wie beim Schlaganfall, je früher, desto besser. Also auch da, time is brain, ne? Zeit ist Gehirn, geht es darum, möglichst keine Zeit zu verlieren, wenn man solche Symptome hat, dass man möglichst viel Funktion erhalten kann. Und bei der Immuntherapie, da kommen wir gleich noch später ein bisschen genauer drauf, ist es so, dass es eben viele Medikamente gibt, die die Erkrankung stabilisieren, indem sie das Immunsystem entweder modulieren oder auch supprimieren, also ein bisschen dämpfen, um die Überaktivität des Immunsystems, was eben zur Erkrankung führt, in den Griff zu kriegen. Zur symptomatischen Therapie gehört sowas wie Physiotherapie, Ergotherapie, Hilfsmittelversorgung. Da gibt es wirklich tolle Sachen in letzter Zeit, zum Beispiel so Geräte, die die Fußhebung etwas ausgleichen. Dazu gehören Medikamente, aber auch gegen Spastik, gegen Schmerzen, gegen einschießende Schmerzen. Manche Patienten haben sowas wie eine Trigeminusneuralgie, also Schmerzen im Gesicht. Das ist ein großer Block, der wichtig ist und der vor allen Dingen auch für die Lebensqualität der Patienten von hoher Bedeutung ist. Wann soll man eine Therapie beginnen? Das ist eine gute Frage und das ist auch was, was sich im Laufe der Jahrzehnte sehr gewandelt hat. Während man früher immer sagte, man soll abwarten, zweiter Schub, dritter Schub, bis man die Diagnose stellt, sieht man das heute ganz anders. Früher war es so, dass man eher gewartet hat und das häufig die obere Kurve widerspiegelte. Der natürliche Verlauf ist also der nicht behandelte Verlauf, der dann doch über die Dauer zu mehr Behinderung führt. Alle Medikamente, die zugelassen sind zur Behandlung der multiplen Sklerose, haben gezeigt, dass die frühzeitige Behandlung diese Kurve abflachen können. Ne? So ein Flatten the Curve, haben wir alle durch Covid gelernt, kann dadurch zustande kommen, dass eben die frühe Therapie dafür sorgt, dass die Erkrankung nicht mehr zu so viel Behinderung führt. Und manchmal stellt man fest, dass das erste Medikament, was man ausgewählt hat, nicht ausreicht, um die Erkrankung zu stabilisieren. Und das sind Zeitpunkte, wo wir als Zentrum häufig ins Spiel kommen und wo man dann überlegt, ob man auf eine aktivere Medikation umsteigt, wo wir also von der aktiven multiplen Sklerose ausgehen und wo wir, sag ich mal, intensivere Therapien, wirksamere Therapien, die aber auch möglicherweise mehr Nebenwirkungen haben, einsetzen. Und da möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist eine Übersicht, nicht erschrecken, da geht es um die Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Hier in diesem roten Kästchen hat man einen Teil der Medikamente aufgeführt, die man nach Wirksamkeitskategorien eingeteilt hat. Hier sind so die Interferone, hier ist sowas wie Copaxone, Tecfidera, Aubagio, diese Medikamente, die wir als Basistherapien im Endeffekt bezeichnen. Und es gibt dann Medikamente in der Kategorie 2, die etwas wirksamer sind. Dazu gehören diese ganzen Medikamente, die auf Mod enden, Fingolimod, Ozanimod, mittlerweile gibt es auch noch Ponesimod und Siponimod. Und es gibt Kategorie 3 Medikamente, die enden alle auf MAB, das heißt Monoclonal Antibody, also monoklonale Antikörper. Das ist eine spezielle Medikamentengruppe, die dafür sorgt, dass Lymphozyten, also die Zellen, die die Entzündung in unser Gehirn bringen, im Endeffekt zum Teil kaputt gemacht werden, zum Teil abgesenkt werden. Eine nicht übersichtlichere, aber für uns schönere Übersicht ist die, weil man hier gut sehen kann, dass es unterschiedliche Einsatzbereiche gibt. Es gibt hier eben einmal den Einsatzbereich der Basistherapien für milde und moderate Verlaufsformen bei dieser schubförmigen Form. Es gibt hier aber auch für aktive und hochaktive Verläufe in Erst- und Zweitlinientherapie. Also man kann mit denen auch beginnen. Hier eine ganze Reihe von Medikamenten, mittlerweile 17 verschiedene Stück, die wir einsetzen können. Und das ist der Bereich, hier noch ein bisschen größer dargestellt, mit dem wir uns im Zentrum häufig auseinandersetzen.
Das heißt, wir haben hier zum Beispiel diese Gruppe der S1-Pre-Modulatoren. Hier sind mal die drei Medikamente aufgeführt. Das Siponimod ist auch noch ein S1P-Modulator, man sieht es an dieser Endung. Das sind Medikamente, die im Endeffekt die Lymphozyten im Lymphknoten einschließen. Und dadurch, dass sie im Lymphknoten einschließen, können sie nicht ins Gehirn wandern und dort Entzündung machen. Das ist eigentlich ein ganz eleganter Mechanismus. Das Cladribin ist ein Mittel, was auch Lymphozyten, B- und T-Lymphozyten, also Untereinheiten, napsenkt, kaputt macht. Also die Zellen, die sich teilen, die werden erwischt, die werden depletiert, wie wir sagen, die gehen zugrunde. Und diese monoklonalen Antikörper haben unterschiedliche Funktionen. Das Ocrelizumab, das Ofatumumab sind Zellen, die sogenannten sind Therapien, die sogenannten B-Lymphozyten kaputt machen. Damit man wirklich ganze Gruppen von Lymphozyten aus dem System raus. Das Natalizumab hindert auch die Lymphozyten daran, ins Gehirn zu wandern. Und das Alemtuzumab, was im Moment so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, das macht wirklich B- und T-Lymphozyten kaputt. Das heißt, wir haben aber ein ganzes Arsenal von Medikamenten, mit denen wir sehr wirksam therapieren können. Und die Verläufe, die ich noch in den 90ern gesehen habe oder auch Anfang der 2000er, wo wir nicht viel hatten, wo wir zwischen den Basistherapien hin und her gewechselt haben, wo wir ein Interferon gegen Copaxone ausgetauscht haben und andersrum, aber auf demselben Wirksamkeitslevel haben, da sahen wir Patienten mit viel mehr Behinderung, als wir das heute sehen. Und das ist eine Sache, die dazu führt, dass wir auch immer mehr ältere MS-Patienten haben. Also wenn man so überlegt, wie alt ist der durchschnittliche MS-Patient, die Diagnose stellt man so zwischen 20 und 40 Jahren, manchmal 45 Jahren, aber der Durchschnitt der MS-Patienten, der ist Ende 40, 48, 49 Jahre. Das heißt, wir haben zunehmend ältere MS-Patienten. Und auch da muss man natürlich beim Einsatz solcher Medikamente gut überlegen, Nutzen-Risiko-Analyse. Könnte das auch gefährlich sein, das Immunsystem zu beeinflussen? Welche Therapie sucht man tatsächlich aus? Und das ist mal so eine kleine Auswahl der Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Immuntherapie. Das ist zum einen die Aktivität der MS. Also milde, moderate Verlaufsformen brauchen jetzt auch keine hochaktive Therapie. Aber wenn die MS aktiver ist, wenn man mehrere Schübe in einem Jahr hat oder mehrere neue Herde innerhalb einer kurzen Zeit bekommt, dann ist das schon ein Indiz, dass die MS aktiv ist und dann muss man auch handeln. Es gibt unterschiedliche Verlaufsformen, da bin ich vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, weil das Konzept so ein bisschen verlassen wird. Es gibt die rein schubförmigen Verläufe, es gibt dann schubförmige Verläufe, bei denen dann so eine langsam schleichende Behinderung dazukommt, so sekundär chronisch progrediente Verläufe. Und es gibt die Verläufe, bei denen es ganz früh schon anfängt zu schleichen, ohne Schübe. Das ist sicherlich wichtig, weil danach die Medikamente zugelassen sind. Es ist entscheidend, welche Vortherapien waren da. Wurden schon Medikamente eingesetzt zur Behandlung der MS oder nicht? Wie alt ist der Patient? Haben wir eine Patientin, die 20 Jahre ist oder 60? Das Spektrum haben wir komplett, ja, aber was gibt man wem? Und wie ist es mit Schwangerschaftswunsch? Wichtiges Thema. 70% der Patienten sind eben Patientinnen. Also, wir haben eine Erkrankung, die überwiegend Frauen betrifft. Und da ist Schwangerschaftswunsch natürlich ein wichtiges Thema. Und nicht mit allen Medikamenten kann man sofort schwanger werden. Also das muss man absprechen, muss man planen. Begleiterkrankungen spielen eine Rolle. Auch die Begleitmedikation. Manchmal haben die Patienten noch Medikamente wegen anderer Erkrankungen drin. Die Lebenssituation spielt eine Rolle. Die Arbeitssituation, also wenn man zum Beispiel eine Infusionstherapie macht, kann nicht jeder Patient jederzeit sich die Infusion abholen, wenn er in ganz Deutschland unterwegs ist. Das muss man planen. Ja. Es hängt ab von Laborbefunden, von MRT-Befunden. Es hängt auch ein bisschen vom Sicherheitsbedürfnis des Patienten ab, wie aktiv man behandelt. Compliance bedeutet, wie gut der Patient auch mitmacht. Also es gibt Patienten, die haben zum Beispiel so deutliche kognitive Störungen, dass das keinen Sinn macht, jeden Tag eine Tablette zu geben, weil die vergessen würden unter Umständen. Das muss man mit berücksichtigen. Impfungen, klar, nicht nur zu Covid-Zeiten. Impfungen spielen immer eine Rolle, haben auch vorher schon eine Rolle gespielt. Impfungen sind ein wichtiges Thema.
Die Infektneigung ist sicherlich ein Punkt, den man beachten muss. Je älter Patienten werden, desto höher wird die Infektneigung für Infekte der oberen Atemwege oder Harnwegsinfekte. Auch da muss man die Auswahl des Medikaments nachsteuern. Es geht immer die Frage, macht man Injektionen, Infusionen, Tabletten und was hat man für eine Therapiekonzept? Macht man eine Impulstherapie, wo man eine Therapie anstößt und dann erstmal schaut, wie sie sich weiterentwickelt? Oder braucht man lieber eine kontinuierliche Therapie, wo man jeden Tag Tabletten nimmt? Also wir haben eine Vielzahl von Faktoren und da brauchen wir eben auch einige Zeit, um das mit den Patienten in Gesprächen immer wieder individuell rauszuarbeiten, was wichtig ist. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz intensive Zusammenarbeit, ne, mit den Patienten, wie man sie nicht unbedingt in jeder Disziplin oder in jedem Fachbereich medizinisch hat, ne? Also es ist sehr intensiv, ja, weil wir uns erstmal sehr gut Gedanken machen müssen um die Situation des Patienten. Wir müssen wissen, was vorher war. Wir müssen wissen, wie ist die aktuelle Lage. Wir müssen wissen, wo wollen wir hin. Und diese Therapien sollte der Patient auch verstehen. Das heißt, es gibt so dieses Konzept des Shared Decision Making, also dass man zusammen im Endeffekt an einer Lösung arbeitet, wo wir natürlich eine Vorstellung haben, was gut sein könnte. Aber wir möchten auch, dass der Patient seine Therapie versteht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, damit man auch weiß, warum man überhaupt Therapie macht. Das ist jetzt mal ein bisschen was aus Real-Life-Daten. Wir fragen uns ja immer, ist es eigentlich gut, wie es damals so war? Ist es gut, dass man beginnt mit einer erstmal relativ sicheren, aber wenig wirksamen Therapie und dann das Konzept steigert? Das, was Eskalationstherapie bedeuten würde, dass man erstmal von einer Basistherapie in eine höher aktive Therapie wechselt? Oder ist es sinnvoll, bei manchen Fällen höher initial zu starten? Und da gab es im letzten Jahr, deswegen habe ich das heute mal mitgebracht, auch wenn es so ein bisschen Theorie ist, gab es einen Registervergleich der Schweden gegen die Dänen. Und es ist so, dass da die Staatsmedizin ein bisschen mehr eingreift. Und die Dänen haben 7,6% der Patienten nur mit höher aktiven Substanzen primär behandelt. Die Schweden aber 34,5%. Und das Ergebnis war hochinteressant, wenn man sich betrachtet, wie der Anteil von schubfreien Patienten war. Das ist nämlich hier ausgezeichnet. Und man sieht, dass die Schweden deutlich mehr Patienten hatte, die schubfrei waren, als die Dänen. Und das waren immerhin über 2000 Patienten pro Gruppe. Das heißt, das war auch wirklich eine relevante Gruppe. Und das wurde auch kommentiert von unserer Gesellschaft, Deutschen Gesellschaft für Neurologie, dass eben der milde Beginn und die spätere Eskalation eigentlich ein unterlegenes Konzept ist. Und dass man mit einer früheren aktiven Therapie der multiplen Sklerose, darum geht es ja heute, tatsächlich den Verlauf auch bessert und dass man die Patienten schubfrei hält, von Behinderungen fernhält. Und das ist das, was wir machen in unserer MS-Ambulanz. Das heißt, ich komme jetzt langsam zur Zusammenfassung. Eine frühzeitige und effektive Immuntherapie ist bedeutsam für die Prognose der aktiven multiplen Sklerose. Die Auswahl des Medikaments, haben wir vorhin gesehen, ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Man muss immer eine Nutzen-Risiko-Analyse betreiben, wo diese Faktoren eben auch berücksichtigt werden, um dann, das ist das Ziel, zu einer individualisierten Therapie zu kommen. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendeinen Plan über alle Patienten legen, sondern wir müssen individualisiert jeden Patienten einzeln betrachten. Das kostet Zeit, da haben Sie vollkommen recht, aber das lohnt sich auch. So, noch ein paar Bilder von unserer sehr schönen neuen Multiple Sklerose-Ambulanz, die wir im Februar dieses Jahres bezogen haben. Großes Dank an das Team mit den Nurses Miriam und Britta und die Nurse Dagmar ist leider nicht auf dem Foto, die war nicht da. Ich danke sehr der Frau Dr. Kipf und der Frau Dr. Noé, die mich tatkräftig unterstützen, ohne die das gar nicht möglich wäre, so eine Ambulanz zu führen. Und es ist schöne Räumlichkeiten, wie man hier sieht. Es ist wirklich ein tolles Team und es ist der richtige Zeitpunkt, um sich auch mal bei denen zu bedanken.
Sehr gerne. Und wir haben noch einen Hinweis auf eine sehr schöne Selbsthilfegruppe, die wir in Leverkusen ja auch aktiv haben. Absolut. Also muss unbedingt mal auf die DMSG-Selbsthilfegruppe hinweisen. Bin da seit einigen Jahren auch ärztlicher Beirat. Vorsitzende ist die Kerstin Schalen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten sich sehr, sehr gut um das Thema MS kümmern, als Selbsthilfegruppe viele Aktionen machen. Also notieren sich mal die Nummer und auch die Mailadresse. Das lohnt sich, da Kontakt aufzunehmen. Und wir machen regelmäßig auch mit der DMSG-Selbsthilfegruppe zusammen Veranstaltungen zum Welt-MS-Tag. Unter Umständen auch in 2 Wochen. Ja, das heißt unter Umständen auf jeden Fall in 2 Wochen. Gut, also in 2 Wochen. Da kommen wir nachher noch drauf. Das blenden wir auch noch ein. Denn das machen wir seit Jahren, um die Patienten auch aktuell über diese Medikamente zu informieren. Auch nochmal vielleicht ein bisschen tiefer gehend, als wir das jetzt hier machen konnten. Jetzt habe ich nur 1/2 Stunde Zeit gehabt. Die ist jetzt auch genau rum. Aber das könnten wir dann in der Veranstaltung am 31.5. um 16.30 Uhr entweder im Hörsaal bei uns im Klinikum, das ist im Erdgeschoss, oder auch online. Genau. Wir machen das als Hybridveranstaltung. Das heißt, wer es nicht vor Ort zu uns ins Klinikum schafft oder vielleicht auch von zu Hause aus einfach zuschauen möchte, der kann das dann gerne tun. Ich sage es einfach nochmal, weil wir jetzt schon drauf gekommen sind. Der 31. Mai, da haben wir eine Veranstaltung zum Welt-MS-Tag. Dr. Schulten, Sie werden da Vorträge halten, sagen Sie. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, es geht mehr in die Tiefe. Genau. Worum geht's? Also wir wollen nochmal zu den aktiveren Substanzen ein bisschen mehr erzählen. Da muss man auch mal ein paar Studien zeigen und noch mehr Details besprechen. Das kriege ich nur in 1/2 Stunde hier nicht hin. Und es geht auch nochmal um die symptomatische Therapie. Da gibt es ein paar Neuerungen, die ich sehr interessant finde, die ich sehr gut finde. Und da wollen wir auch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist eine Veranstaltung, die dauert immer so 1 Stunde, 1,5 Stunden. Aber da kann man so ein bisschen mehr noch die Details beleuchten. Mhm. Dafür haben Sie jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und das haben Sie auch schon fleißig getan. Danke schon mal für die Fragen, die schon eingegangen sind. Aber nutzen Sie gerne weiterhin diese Möglichkeit, wenn Ihnen noch was einfällt. Sie können einmal die Kommentarfunktion auf Facebook gerne benutzen, einfach Ihre Frage da reintippen. Dann landet sie auch hier bei mir im Studio. Oder Sie benutzen das Kontaktformular bei uns auf der Webseite. Das Ganze natürlich anonym. Also wir werden hier nicht großartig mit Vor- und Nachnamen hantieren. Keine Sorge. Und dann können Sie gerne Ihre Fragen einmal stellen. Und dann würde ich vorschlagen, beantworten wir doch auch schon mal die ersten Fragen. Mal was Lockeres zum Einstieg. Heike fragt, warum es in Deutschland verhältnismäßig viele Patienten im Verhältnis bezogen auf Europa gibt. Gut. Also zum einen sind wir in Deutschland die größte Bevölkerungsgruppe in Europa, das ist trivial. Aber ich glaube, dass wir auch ein ganz gutes System haben, was die Behandlung der MS anbelangt. Wir haben viele gute spezialisierte Kliniken und Zentren in Deutschland. Wir haben, glaube ich, eine gute Öffentlichkeitsarbeit auch von Seiten der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft, von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, vom klinischen Kompetenznetz Multiple Sklerose. Also ich glaube, da ist einfach eine gewisse Aufmerksamkeit da. Und das führt dazu, dass eben auch Hausärzte früh dran denken, Allgemeinmediziner dran denken, Internisten dran denken, aber auch Patienten aufgeklärter sind und bei ersten Symptomen auch früher den Arzt aufsuchen als früher. Mhm. Da schließe ich direkt eine Frage an, die nämlich ganz gut dazu passt. Woran erkenne ich, dass ich wegen MS beim Arzt vorsprechen sollte? Wie unterscheiden sich die Symptome zum Beispiel von einem Schlaganfall? Denn manche ähneln sich ja. Das ist in der Tat manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Aber ein Schlaganfall entwickelt die Symptome meist plötzlich. Also es kommt ja in der Regel zu einer plötzlichen Durchblutungsstörung des Gehirns und es kommt zu einer plötzlichen Symptomatik. Und wenn plötzlich solche Symptome auftreten, dann sollte man auch direkt ins Krankenhaus. Wenn sich Dinge langsam entwickeln über einen gewissen Zeitraum, dann kann da mal eine Multiple Sklerose hinterstecken. Da können aber auch andere Erkrankungen hinterstecken. Das heißt, dann sollte man das weiter abklären lassen. Aber alles, was plötzlich auftritt, ist Notfall. Mhm. Ja, das muss man sofort im Krankenhaus abklären. Sie haben ja auch gerade während des Vortrags dieses breite Spektrum an Diagnostik, was Dr. Schulten beschrieben hat, ja auch gesehen. Ne? Also so
schnell und leicht lässt sich diese Diagnose und vor allen Dingen leichtfertig ja auch nicht stellen, sondern da wird ja wirklich an allen Ecken und Enden geschaut, geguckt, geprüft. Man muss gründlich sein, man muss das vernünftig aufarbeiten. Nicht jedes Kribbeln ist auch eine MS. Auch andersrum, wenn wir beide hier stehen und jeder überlegt, man kribbelt gerade was, vielleicht schon. Also nicht jedes Kribbeln ist auch wirklich pathologisch. Aber alles, was bleibt, über einen gewissen Zeitraum. Und so ein Schub ist zum Beispiel per Definition länger als 24 Stunden da. Dann sollte man doch gucken, dass man das weiter abklären lässt. Mhm. Wir haben jetzt eine speziellere Frage von Silke und sie schreibt, ich bin 53 Jahre alt und habe seit 2013 MS. Ich spritze Betaphoron und habe circa zweimal im Jahr Nebenwirkungen wie Schüttelfrost und anschließend Schwitzen, dass das Wasser nur so raustropft. Ich nehme seit 3 Wochen CDL zur Reinigung und Entgiftung und seitdem sind die Nebenwirkungen häufiger. Kann es sein, dass man durch die Einnahme von CDL weniger Spritzen bzw. weniger Medikamente braucht? Ich hatte auch seit der Feststellung der MS keine Schübe oder sichtbare Krankheitsverläufe. Das Einzige, was mich an MS erinnert, sind die Nebenwirkungen des Medikaments. Jetzt müssen Sie natürlich erstmal dieses CDL erklären. Ja, also ich denke, dass es sich dabei um Chlordioxidlösung handelt, was eigentlich ein Desinfektionsmittel ist und was in medizinischen Kreisen, es gab jetzt am 11.05. noch eine Stellungnahme im Ärzteblatt, durchaus kritisch gesehen wird, weil zunehmend auch Fälle gibt mit Vergiftungen durch das dieses CDL. Ein bisschen so. Und das ist ein Medikament, was im Bereich der Medizin keine bewiesene Anwendung hat. Es gibt keine Studie, die belegt, dass CDL irgendwas bringt. Und ich rate davon ab, das zu benutzen. Was die MS-Therapie anbelangt, muss man sagen, es gibt eigentlich keine guten Gründe, eine vorher festgelegte Dosierung zu reduzieren. Weil dann bewegt man sich ganz schnell außerhalb des Wirksamkeitsspektrums, wenn man einfach die Dosis reduziert. Und das sollte auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen sein. Auch solche, ich sag mal, ergänzenden Maßnahmen sollte man mit seinem Arzt absprechen und nicht einfach machen, weil man denkt, es ist eine gute Idee. Sondern das sollte der behandelnde Arzt wissen, weil eine Verstärkung der Nebenwirkung, so habe ich das ja hier auch verstanden, könnte ja auch durch das CDL bedingt sein. Und dann verschwindet das vielleicht, wenn das CDL nicht mehr drin ist. Also komplexe Frage. Aber ich denke, man muss vorsichtig sein mit solchen allgemeinen Empfehlungen, für die es keine gute Grundlage gibt. Für die Therapie der MS, also die Medikamente der MS, gibt es Studien. Das ist nachgewiesen. Und da würde ich die Dosis nicht zwanglos reduzieren, weil ich irgendein alternatives Verfahren einsetze. Mhm. Okay, danke schön. Ich glaube auch, dass wird hier auch so ein bisschen deutlich, wie wichtig das Vertrauen auch in den behandelnden Arzt oder in das behandelnde Ärzteteam, wenn man vielleicht mehrere hat, ist. Ne? Also sowas sollte man besprechen. Und wenn man sich vielleicht mit der Entscheidung, die der Arzt gemeinsam mit einem betroffen hat, nicht wohlfühlt und dann zu eigenen Maßnahmen greift, dann vielleicht auch sonst umschauen, ne? Nach jemand anderem, wo man sich dann wohler mitfühlt. Ja. Also manche dieser Maßnahmen haben eben auch Nebenwirkungen. Ja, klar. Da ist man sich häufig nicht so bewusst drüber. Mhm. Ja, ja. Es ist natürlich, kann mitunter ja auch eine schwere Erkrankung sein. Und dann sind das natürlich auch stärkere Medikamente. Ja. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar von Jan. Was gibt es bei Ernährung und Sport zu beachten? Kann ich mit MS Auto fahren? Also, erstens, Sport ist gut. Sport ist gut, sollte man machen. Jeder MS-Patient sollte gucken, dass er möglichst fit ist. Ne? Möglichst fit ist, Sport machen, damit, wenn mal eine Verschlechterung eintreten sollte, das von einem hohen Niveau geht. Also da können wir nur zu raten. Sport kann man nur begrüßen. Autofahren hängt davon ab, wie sehr man betroffen ist. Das ist so, wenn man den Führerschein neu beginnt, muss man beim Straßenverkehrsamt angeben, dass man Multiple Sklerose hat und muss dann auch ein Gutachten beibringen. Und da hängt es ganz individuell, weil es eben so eine vielschichtige Erkrankung ist, davon ab, ob Lähmungen da sind, ob auch kognitive Störungen da sind, ob es Einschränkungen gibt, schnell reagieren zu können. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Die meisten Patienten sind aber nicht so schwer betroffen, dass sie nicht Auto fahren können. Also die meisten Patienten können Auto fahren. Mhm. Ja.
Man kann das Auto ja auch immer anpassen, ne? Je nachdem auch, also genau, welche jetzt, Einschränkungen man dann eventuell hat. Ne? Wenn es jetzt um das Thema geht, zum Beispiel die Beine können nicht richtig bewegt werden, dann kann man auf Handschaltungen umbauen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, muss man aber auch individuell dann herrichten. Die Frage zur Ernährung ist eine gute. Also es gibt keine MS-Diät im engeren Sinne. Wir sollen uns eigentlich alle so ein bisschen mediterran ernähren, dass also viel Gemüse, Fisch mehr als Fleisch und helles Fleisch mehr als rotes Fleisch. Knoblauch. Das, als Spanierin, nein, Quatsch. Ja, weit genug weg. Aber, hat damit nichts zu tun. Aber tatsächlich gibt es verschiedene Ansätze bei der MS, auch zu schauen, gibt es Diäten, ketogene Diät wurde mal untersucht. Da stehen Studien noch an. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist im Moment das, was angesagt ist. Aber zum Thema Mikrobiom wird auch noch ganz viel geforscht. Also der Darm als Immunsystem ist auch noch Stand gegenwärtiger Forschung. Da tut sich auch viel, ne? Im Bereich Darmgesundheit und so aktuell. Spannend. Sabine fragt, was denn Anhaltspunkte für das Versagen einer Behandlungsmethode ist. Also wie merkt man, das, was wir hier machen, funktioniert nicht? Also es gibt ja klinische Zeichen der Aktivität der Erkrankung und es gibt sogenannte paraklinische Zeichen der Aktivität. Also es gibt einmal Aktivitätszeichen wie Schübe, neue Symptome, neue Behinderungen. Es gibt aber auch MRT-Veränderungen, zum Beispiel Leute, die gar nicht viel Veränderung haben in ihrer Symptomatik, die aber 3, 4 neue Herde in einer kurzen Zeit haben im MRT oder auch frische Herde, die Kontrastmittel aufnehmen. Das heißt, der Patient selber kann beurteilen, wie es ihm geht und was er spürt, ob da eine Veränderung eingetreten ist. Und da es aber auch regelmäßig auch bei stabilen Patienten MRT-Kontrollen geben sollte, vielleicht so einmal im Jahr, wenn sie stabil sind, würde auch der Arzt mitkriegen, wenn sich außerhalb der klinischen Krankheitsaktivität da was entwickelt. Okay, sehr gut, Dankeschön. Dann die Frage, wann wird eine Blutwäsche einer Kortisonstherapie vorgestellt? Wir sind da gerade oder Sie sind da gerade im Vortrag auch kurz drauf eingegangen. Also in der Regel fangen wir mit Kortison an und in der Regel nehmen wir Methylprednisolon 1 Gramm am Tag. Das ist so eigentlich so eine Standarddosis, mit der man gute Erfahrungen gemacht hat und die auch recht gut verträglich ist. Wenn das nicht reicht, wartet man eine Zeit lang, ob das anschlägt. Wenn das nicht anschlägt, kann man auch nochmal die doppelte Dosis an Kortison geben. 2 Gramm Methylprednisolon pro Tag. Sollte man aber feststellen, dass die Erkrankung rasch vorschreitet, dass wir auch mit dem Cortison keine Besserung erzielen. Es gibt spezielle Formen, die vor allen Dingen von B-Lymphozyten vermittelt werden. Dann sind diese Blutwäschen sinnvoll. Also nicht bei jedem, nicht immer von Anfang an. Es gibt einzelne Patienten, bei denen es sozusagen die Eskalation, wenn man so will, der Schubtherapie ist. Ja. Okay, danke schön. Heike fragt, welche bedeutenden Unterschiede es zwischen den Therapien in Europa und in Amerika gibt. Ob da unterschiedliche Herangehensweisen da sind. Also es ist so, dass die Medikamente, die in Europa zugelassen sind, eigentlich zum Großteil auch in Amerika zugelassen sind. Ja. In Europa ist es zum Teil schwierig. Also wir haben innerhalb von Europa ein viel größeres, sag ich mal, Unterschiede in den verfügbaren Medikamenten. Es gibt also Länder, in denen manche Medikamente nicht so verfügbar sind. Man glaubt das gar nicht. Ja? Nee. Oder eben mit einem deutlichen Abstand, erst mal so 1, 2 Jahre später. An sich sind die FDA, das ist die Zulassungsbehörde in den USA, und die EMA, das ist die Europäische Zulassungsbehörde für Medikamente, die gucken schon immer, was die anderen machen. Und manchmal gibt es kleine Unterschiede so in den Detailzulassungen, aber nicht im großen Ganzen. Und hier in Europa sind wir schon gut bestückt. Also wir kriegen wirklich jetzt viele Medikamente zugelassen und es gibt auch noch neue in der Pipeline der Forschung. BTK-Inhibitoren ist so das nächste Stichwort. Das sind nochmal eine ganz neue Medikamentengruppe, die auf uns zukommt. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende, aber wir haben viel, viel Auswahl hier in Europa und in Deutschland kriegen sie eigentlich alles, was zugelassen ist. Das ich wollte gerade sagen. Unproblematisch. Das wird auch von den Krankenkassen bezahlt, natürlich. Sind ja zugelassene Therapien. Ja. Ich könnte mir, also man weiß ja, oder wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört und mitbekommen, dass in der MS
in der multiplen Sklerose oder bezüglich dieser Krankheit noch super viel geforscht wird, ne? Sich da deshalb ja auch so viel getan hat in den letzten Jahren und auch einiges noch ansteht. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr guter internationaler Austausch, oder? Also ich meine, ich weiß ja zufällig, dass Sie sowieso auch gerade in Spanien bei einem Kongress zum Beispiel waren und so. Nein, also verrate ich ja jetzt kein Geheimnis, nee, aber genau. Also das ist tatsächlich so, dass der Austausch, die Forschung international läuft. Ja. Auch die Studien sind ja multizentrisch und weltweit, die zur Zulassung des Medikaments häufig führen. Das sind ja nicht nur deutsche Zentren, die daran beteiligt sind. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir diese Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten in der Zwischenzeit bekommen haben. Und da sind wir sehr froh drum, weil das wirklich die Prognose der Patienten deutlich verbessert hat. Sehr gut. Ich hätte noch mal so eine konkretere Frage. Und zwar von Konstanze, und sie sagt, meine Diagnose war 2013, ich habe Betaferon bekommen, dann gewechselt zu Aubagio. Seit 2 Jahren habe ich eine deutliche Verschlechterung, Blasenfunktionsstörung und schlechte Laufleistung. Bis jetzt wurde mir noch kein neuer Schub nachgewiesen. Dennoch habe ich 2-mal auf Verdacht Cortison bekommen und habe große Angst, weil es mir immer schlechter geht und ich schlecht laufen kann. Genau, das beschreibt sie erstmal und dann fragt sie, ob wir eventuell helfen können. Genau. Also wir können natürlich nicht auf Details eingehen, das ist klar. Aber wenn man raushört, dass jetzt gerade 2 Basistherapien im Einsatz waren, mit dem Betaferon und dem Aubagio, dann ist das ja so, dass das alles Therapien waren aus der geringsten Wirkkategorie. Und da macht sicherlich nochmal Sinn, genauer hinzuschauen und nochmal zu sehen, ob man da Krankheitsaktivität hat, eben Entzündung hat, Inflammation, ob da irgendwas lodert, ob da der Busch brennt sozusagen und ob man da mit Medikamenten einhaken kann. Das kann man aber jetzt schlecht in so einem Format klären. Dafür wäre es vielleicht gut, wenn sie sich vorstellen würde und wir dann mal zusammen drüber schauen. Ja. Das ist auch tatsächlich das, was sie fragt, ob sie jetzt so eine Kandidatin wäre, die mal zu uns kommen könnte. Absolut, absolut. Ja. Ne, immer in Absprache mit dem Neurologen. Ne, wir wollen hier keine Konkurrenzveranstaltung zum niedergelassenen Neurologen haben. Wir arbeiten mit den niedergelassenen Neurologen zusammen. Jeder unserer Patienten hat einen niedergelassenen Neurologen. Wir sind also Teil eines Netzwerkes, wo Hausarzt, Neurologe, wir als MS-Zentrum, vielleicht noch ein Physiotherapeut oder ein Chiropraktiker, jeder so seine Rolle spielt. Aber sehr gerne kann sie sich bei uns vorstellen, ja klar. Genau, wir haben die Nummer gerade eben auch eingeblendet. Und das Einzige, was sie, wie gesagt, wenn sie mit ihrem Hausarzt oder niedergelassenen Neurologen gesprochen haben, bräuchten sie einmal eine Überweisung und dann können sie gerne einen Termin vereinbaren. Da schließe ich doch mal eine Frage an. Und zwar fragt jemand, ob man auch quasi zur Diagnostik zu uns kommen könnte. Ja, kann man. Kann man auch. Also definitive Antwort, ja. Also wenn unklar ist, ob eine Multiple Sklerose besteht oder nicht, habe ich ja vorhin gezeigt, sind viele Untersuchungen nötig. Und vieles kann man im ambulanten Sektor machen. Also MRTs kann man im ambulanten Sektor machen, auch die elektrophysiologischen Messungen zum Teil. Was häufig ambulant nicht gemacht wird, ist die Nervenwasserentnahme, diese Liquipunktion. Und die bieten wir dann an, in einem kurzen stationären Aufenthalt das zu machen. Ja. Genau. Dann fragt Jessie, wie lange denn so ein Schub andauert? Das ist auch sehr unterschiedlich. Also was den Schub ausmacht, ist, dass er mindestens 24 Stunden andauert. Also eine Symptomatik, die jetzt mal nur eine Stunde da ist, ist noch kein Schub. Das, also ne, so mal ein Kribbeln, mal so eine vorübergehende Sache. Ein Schub ist definiert, die Symptomatik muss mindestens 24 Stunden anhalten. Aber dann kann so ein Schub sich auch lange hinziehen. Und je nach Schwere des Schubes, und auch da muss man natürlich differenzieren, hat jemand leichte Taubheitsgefühle oder hat jemand vielleicht sogar eine Lähmung, dann hängt die Länge des Schubes auch davon ab, ob man therapiert oder nicht. Und dann kann man natürlich mit so einer Therapie, mit diesen Glukokortikoiden, mit diesen kortisonähnlichen Medikamenten, diesen Schub auch verkürzen. Gibt es, spürt man das eigentlich, wenn sich sowas ankündigt, so ein Schub? Ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Manche Patienten spüren das. Mhm. Die sagen auch, ich habe schon vorher gemerkt, irgendwie war mir nicht gut. Manche Dinge merkt man natürlich sehr gut. Also Lähmung zum Beispiel, das merken sie natürlich. Ja. Taubheitsgefühl merkt man auch. Es gibt aber auch so, ich sage mal, ein bisschen versteckt auftretende Schübe, zum Beispiel, wenn Konzentrationsstörungen auftreten, so kognitive Störungen. Es gibt manche Patienten, die haben kognitive Störungen, je nachdem, wo dieser Entzündung gerade im Hirn stärker ist. Und da ist es manchmal schwierig, das zu erkennen, dass das ein Schub ist.
Ja, merkt man ja bei sich selber auch. Manchmal hat man ja einen Tag, wo man denkt, boah, heute habe ich alles vergessen. Ich bin irgendwie total schusselig, aber gut. Deswegen tageszeitliche Abschwankungen, die sollte man jetzt nicht überbewerten. Mhm. Ne? Das gibt es immer, das haben auch Gesunde. Ja. Genau. Aber wenn es dazu kommt, wie gesagt, dass eine Symptomatik länger anhält und als 24 Stunden und dass ein Patient schon eine MS hat, dann ne, sowieso, da muss man immer dran denken. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Und im Zweifelsfall geht man zu seinem Neurologen und lässt den auch nochmal nachschauen, ob sich der neurologische Befund verändert hat. Deswegen untersucht er ja einen. Das ist ja nochmal so ein objektiver Betrachter, der einen Status erhebt und der dann auch im Verlauf vergleichen kann. Ist das noch so, wie es war, oder hat es sich verschlechtert? Mhm. Ja, sehr gut. Was halten Sie von dem Coimbra-Protokoll, individuelle Vitamin-D-Gaben? Mhm. Also das Coimbra-Protokoll ist ja eine Sache, wo sehr hoch dosiert Vitamin D gegeben wird. Mhm. Sehr intensiv damit beschäftigt hat sich Professor Hagikia, der sich auch sehr mit dem Mikrobiom beschäftigt hat und der das sehr kritisch sieht. Also wir machen das nicht bei uns, der das sehr kritisch sieht, weil es eben auch Patienten gibt, die Vergiftungserscheinungen durch zu viel Calcium im Blut haben, die Nierensteine gekriegt haben, die Probleme durch dieses Protokoll bekommen haben. Es gibt keine richtige belegte Studie, die uns das über breite Anwendungen her indiziert. Also wir machen es nicht, wir sehen das kritisch. Es gibt Kollegen, die das einsetzen, die sagen, sie haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Aber das entspricht jetzt nicht den Studien, auf die wir uns stützen. Hm. Ich hoffe, damit ist die Frage so ein bisschen beantwortet. Danke für die Einordnung. Und jetzt haben wir eine, es ist nicht so richtig eine Frage, es ist eher so ein bisschen eine Erzählung. Und vielleicht können Sie ja mal auch Ihre Einschätzung dazu abgeben, beziehungsweise was so Ihr Impuls ist, dazu zu sagen. Und zwar schreibt ein Ehemann: Meine Frau hat seit 30 Jahren MS und sitzt mittlerweile mit Pflegegrad 4 im Rollstuhl. 20 Jahre Betaferon gespritzt und immer schlechter geworden. Ich als Ehemann würde ihr so gerne helfen, aber ich habe die Befürchtung, dass sie in eine vollstationäre Einrichtung muss. Bei jahrzehntelangen Verläufen ist es natürlich manchmal schwierig. Mhm. Ich habe ja vorhin gezeigt, dass Entzündungen an verschiedenen Orten entstehen im Gehirn, im Rückenmark. Und wenn diese Entzündungen abklingen, dann bleiben häufig Narben. Und diese Narben kriegen wir auch nicht weg. Mhm. Die kriegen wir auch mit keiner Therapie weg. Die kriegen wir auch nicht mit kortisonähnlichen Präparaten weg. Die kriegen wir nicht mit Immuntherapien weg. Sondern wenn da wirklich Gehirngewebe oder Gewebe im Rückenmark kaputt gegangen ist, wir sprechen also von schwarzen Löchern, weil das im MRT so aussieht, wenn das wirklich untergegangen ist, dann ist es schwierig. Dann können wir mit Immuntherapien häufig wenig ausrichten. Sondern dann geht es im Endeffekt um das Thema Lebensqualität, dass man die symptomatische Therapie versucht zu optimieren, Spastik einzustellen, Schmerzen vernünftig zu behandeln und die Hilfsmittel so anzupassen, wie es eben geht. Das ist aber bei langfristigen Verläufen und wenn das Jahrzehnte geht, kann es eben dazu kommen, dass sich auch Behinderung akkumuliert und ansammelt. Dann kann das sehr schwierig sein. Mhm. Wir haben heute ja schon über die Selbsthilfegruppe auch gesprochen, die es in Leverkusen ja auch sehr aktiv gibt. Ist die eigentlich auch für Angehörige, dass die sich da auch mit einbringen? Also ein Großteil unserer Mitglieder sind auch Angehörige. Mhm. Ja, genau. Das ist auch sinnvoll, weil in dem Rahmen lernen Angehörige ja auch sehr viel über die Erkrankung. Das ist ja am Anfang schwer zu fassen. Was ist denn Multiple Sklerose überhaupt? Tatsächlich soll diese Gruppe ja auch dazu dienen, dass alle zusammenbleiben, Patienten und Angehörige, und dass eben auch alle informiert sind über die Erkrankung. Mhm. Und da gibt es schon auch immer hilfreiche Tipps untereinander. Und es gibt auch immer mal wieder Schulungen. Zum Thema gab es im Rollstuhl zum Beispiel, gab es mal eine Schulung. Oder zum Thema Rollator in dem Rahmen. Und das ist schon eine Sache, wo man die Angehörigen sehr gerne mit ins Boot nimmt. Ja. Und ich glaube, da kann man sich dann auch schön austauschen, gerade wenn vielleicht mal so etwas perspektivisch ansteht, nach Erfahrungen fragen und so. Also auch wir in der MS-Ambulanz, wir finden es gut, wenn Angehörige dabei sind. Mhm. Denn dann kriegen wir häufig noch ein viel ganzheitlicheres Bild
Und naja, man weiß ja, wie das ist, wenn man beim Arzt ist, dann vergisst man mal was. Und wenn dann der Partner noch daneben sitzt und noch mal ein bisschen Hilfestellung gibt, ist das häufig gut. Mhm, ja. Genau. Also wir haben auch die Angehörigen gerne in den ersten Gesprächen dabei, auch in den weiteren. Aber auch gerade in den ersten, ja, wenn es darum geht, erstmal ein gutes Bild zu kriegen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Sehr schön, danke. Dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, ich muss einmal kurz überfliegen. Hier geht es nämlich auch so ein bisschen um Medikamente. Ich nehme seit 20 Jahren Interferon Beta 1a. Ich habe seit über einem Jahr keinen nachgewiesenen Schub, obwohl laut MRT viele mehr Herde da sind. Wenn ich vielleicht eine chronische oder schleichende MS hätte, dann dürfte ich doch Avonex spritzen. Mein Gesamtzustand hat sich allgemein verschlechtert. Was meinen Sie, was ich machen sollte? Also das ist auch so ein Fall, wo ich denke, da kann man durchaus nochmal drüber nachdenken, ob man die Therapie vielleicht optimiert. Mhm. Weil offensichtlich gibt es ja da eine Diskrepanz aus fehlenden Schüben auf der einen Seite und einer Verschlechterung und zunehmenden Herden im MRT auf der anderen Seite. Das heißt, auf der anderen Seite ist ja ein gewisser, ich sag mal, Krankheitsaktivität bildgebend zu sehen, ja, von denen klinisch nicht so viel bemerkt wird. Und das spricht aber ja dafür, dass auch immer noch Aktivität da ist. Und wenn es wirklich sich um so einen sekundär chronisch prodient schleichenden Verlauf handelt, kann man darüber nachdenken, ob man das Medikament wechselt. Ja. Mhm. Das heißt, am besten mit dem Neurologen behandeln, mhm, besprechen oder... Genau, mit dem Neurologen besprechen. Und es ist ja so, wie gesagt, wir wollen die Neurologen gerne mit im Boot haben und dass der Neurologe ja auch die Überweisung ausstellen soll. Das kann auch der Hausarzt machen, wenn das jetzt irgendwie einfacher ist. Aber im Idealfall, mhm, macht das der Neurologe, dass man dann mit dem Neurologen gemeinsam überlegt, ob die Therapie, die da im Moment durchgeführt wird oder auch seit längerer Zeit schon durchgeführt wird, immer noch optimal ist oder ob es Verbesserungsmöglichkeiten, mhm, gibt. Wunderbar, sehr schön, danke. In Ordnung. Genau. Dann schreibt Elke, ist nur eine Anmerkung zum Vortrag, aber ich nehme sie auch mal mit. Und zwar, ich bin selbst MS-erkrankte Fachärztin für Neurologie. Und sie sagt bezüglich der Erstsymptome, dass auch, sie ergänzt quasi nur, wahrscheinlich mit Augenzwinkern, dass auch psychiatrische Störungen bei Patienten ein Erstsymptom sein können. Ja, ja, klar. Also ne, ich hatte ja bei den Symptomen so, weiß nicht mal, 20 aufgeführt. Mhm. Das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genau. Nee. Und Depression hatte ich ja jetzt mal da reingepackt, auch die Fatigue-Symptomatik. Natürlich können auch psychiatrische Symptome Erstsymptome sein. Und auch bei psychiatrischen Symptomen kann es Sinn machen, eine vernünftige Organdiagnostik zu machen. Also auch mal ein Bild vom Kopf zu machen, mhm, und gegebenenfalls, wenn man da, also ein MRT vom Kopf zu machen, wenn man da Auffälligkeiten sieht, auch noch weiter zu gehen, weitere Diagnostik zu machen. Also ich bin auch der Meinung, dass Patienten mit psychiatrischen Symptomen gut organisch abgeklärt gehören. Ja. Mhm. Danke für den Hinweis. Dankeschön. Ich habe noch eine spezielle Frage. Wahrscheinlich spreche ich jetzt diese Medikamente total falsch aus. Ich warne schon mal vor. Und zwar fragt jemand, wie stehen Sie zu Tysabri, Tysabri, mhm, mit JC-positiv, Titer 3,9? Ihnen sagt das alles. Ja, ja. Ne? Also entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt falsch ausdrücke. Also, das ist jetzt echt schon in der Tiefe. Ist speziell. Seit anderthalb Jahren nimmt sie das. Ja, also Tysabri, mhm, ist ja eine gute, wirksame Medikation. Was ist das? Natalizumab ist ein monoklonaler Antikörper, mhm, der Lymphozyten daran hindert, ins Gehirn zu wandern. Ja. Vereinfacht gesagt. Und das Medikament ist eigentlich gut verträglich. Es hat nur ein Problem, nämlich die Gefahr der sogenannten PML, der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie. Noch so ein Wort. Das ist eine Reaktivierung des sogenannten JC-Virus. Und dieses Risiko, diese Erkrankung zu bekommen, steigt mit dem Titer dieses JC-Virus, den man im Blut bestimmen kann. Und darauf wird bezogen. Mhm. Und der Titer über 3 ist natürlich schon höher. Das heißt, das Risiko für so eine PML steigt im Laufe der Zeit. Mhm. Wir machen das so bei hohen Titern, dass wir die Behandlung irgendwann beenden. Man kann auch durch Verlängerung
des Infusionsintervalls von 4 auf 6 Wochen das Risiko senken. Da gibt es neuere Studien, die das zeigen. Aber man sollte zumindest darüber reden, dass es dieses Risiko gibt. Und dann muss man individuell entscheiden, ob man dieses Risiko weiter eingeht oder ob man sagt, ich wechsle die Therapie. Beides ist ja möglich. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Noch eine Frage. Wir blenden jetzt gleich auch noch mal die Telefonnummer für unsere MS-Ambulanz ein. Einige von Ihnen haben nämlich auch noch geschrieben, ob Sie sich da vorstellen können oder noch so ein bisschen sind bei Ihrem Krankheitsverlauf näher ins Detail gegangen. Wie gesagt, rufen Sie gerne an, machen Sie einen Termin. Und die Angehörigen dürfen auch gerne mitkommen, eine Begleitperson. Sollen, ja. Sollen, sogar. Sollen, genau, ja. Richtig. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank für Ihre vielen, vielen Fragen. Wir haben heute schon einmal über den Welt-MS-Tag gesprochen. Man kann das quasi jetzt so ein bisschen als Fortsetzung oder als vertiefende Veranstaltung dann auch zu heute so ein bisschen auch sehen. Der Welt-MS-Tag ist am 30. Mai und am 31. Mai, einen Tag später, um 16.30 Uhr gibt es nochmal einen längeren Vortrag oder so. Es sind eher so zwei verschiedene Vorträge, die Sie, Dr. Schulten, halten. Und an denen können Sie gerne virtuell teilnehmen oder bei uns im Hörsaal im Klinikum Leverkusen auch vorbeischauen. Die Informationen finden Sie auch auf klinikum-lev.de, also auf unserer Internetseite. Und falls Sie den Vortrag im Nachhinein, also diesen heute, nochmal sehen möchten, wir haben stellen den später noch bei YouTube rein oder eben auch auf unsere Webseite. Das war nämlich übrigens auch eine der Fragen, ob man den Vortrag nachher nochmal anschauen kann. Das können Sie sehr gerne. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass Sie heute bei uns waren und so schöne viele Fragen beantwortet haben. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Die ist am 21. Juni. Das ist die Weltkontinenzwoche. Und deswegen wird auch unser Beckenbodenzentrum des Klinikum Leverkusen hier vertreten sein. Und da geht es um Harninkontinenz, beziehungsweise ja doch Harninkontinenz und die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Also am 21. Juni hier das nächste Mal Dialog Gesundheit. Vielen Dank und einen schönen Abend.